dass eine Person in die Tauber gefallen sei, an der Tauberbrücke, der sogenannten Nordbrücke in Tauberbischofsheim. Ist diese Person reingefallen, man hat noch Hilferufe gehört und hat die Person abtreiben sehen. Daraufhin wurden die alarmierten Polizeikräfte natürlich mit der Suche begonnen. Diese Polizeikräfte sind dann angesprochen worden von den Eltern einer 13-jährigen oder eines 13-jährigen Mädchens, die ihre Tochter suchen. Aufgrund des zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs gehen wir davon aus, dass es sich um diese 13-jährige handelt, die dort in die Tauber gefallen ist. Es waren keine anderen Personen zu diesem Zeitpunkt auf der Brücke, sodass keine andere Person dafür auch in Frage kommt. Gestern wurde der Tauberabschnitt zwischen Impfingen und Tauberbischofsheim mit starken Kräften abgesucht. Es waren Rettungshunde im Einsatz, es war DLRG, Strömungstaucher im Einsatz, die Feuerwehr. Es wurde mit Booten die Taube abgefahren und um 21.30 Uhr mussten die Suchmaßnahmen eingestellt werden. Ergebnislos leider. Und heute, jetzt bei Beginn Tageslicht, werden wir erneut den Tauberabschnitt absuchen. Es sind starke Polizeikräfte auf dem Weg zu uns. Bereitschaftspolizei sowie die Wasserschutzpolizei Heilbronn wird hier mit Kräften vertreten sein und den gesamten Bereich noch einmal absuchen.